Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Pickup-Video. Ich habe mich wieder ein bisschen im Netz orientiert und habe ein paar richtig tolle Sachen gefunden, die ich euch natürlich nach meinem Intro zeige. Ja, und fangen wir auch gleich an. Es war wieder mal so eine durchwachsende Geschichte im Internet. Es sind wieder mehrere Konsolenspiele, die ich euch zeige. Aber es sind wieder ein paar super Schnäppchen dabei, wie zum Beispiel Otto. Fangen wir auch einfach bei Otto an. World Magic Plenar Conquest. Das ist schwer. Ja, das hier. Das kam bei Otto 4,60 Euro. Musste ich mitnehmen. Ging irgendwie gar nicht. Finde ich schön. Super Geschichte. Muss ich mir nochmal genau reinpfeifen, was das ist. Aber auf jeden Fall geht es in meine PS4-Sammlung und ich muss da mal reingucken. Ja, und dann gehen wir weiter zu Saturn. Und bei Saturn habe ich Dungeons 2 gefunden. War ich auch neugierig drauf. Das war dann mal ein Sonderpreis. Ich habe da leider keinen anderen Sticker drauf gefunden, was das kosten sollte. Also bin ich zur Kasse gegangen und habe gefragt, was soll das denn kosten? Und die Dame sagte, weiß ich nicht, keine Ahnung, was das kosten soll. Meine ich, ja, ist doch auch mal interessant. Aber sie fragt ihren Chef. Also sie hat dann ihren Chef gefragt und alles sowas. Und die haben dann rumdiskutiert und alles sowas. Und er meinte, mach doch einfach einen Preis, 5 Euro und dann passt das. Und ich war auch fein mit 5 Euro für Dungeons 2. Also habe ich das für 5 Euro mitgenommen. So schnell hat man Dungeons 2 für einen 5er. Man weiß jetzt aber immer noch nicht, was der Sonderpreis damals war für dieses Spiel. Ja, gehen wir weiter. Und zwar zur Xbox One. Da habe ich gefunden Step... Wir haben aneinander geklebt, weil dann Aufkleber drauf war bei dem anderen Spiel. Step für die Xbox One. Ist ein ganz faszinierendes Spiel. Das sind so Sportarten, die du durchspielen kannst. Ich finde es gut. Ich habe schon reingeguckt. War echt gar nicht mal ohne. Ich habe hier die Gold Edition. Und ja, ich kaufe öfter mal für die Xbox, was manche Leute nicht so mögen, aber ich mag die Xbox. Ich bin Xbox 360-Fan, Xbox One geht auch noch. Xbox Series X würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen, aber gut. Geht in meine Xbox One-Sammlung. Schöne Geschichte. So, dann ja, als nächstes haben wir hier Evolve. Evolve, ich finde das Spiel gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es auf der PS4 und da habe ich es auch schon gespielt und alles. Nicht lange, ich glaube so, ich habe 2-3 Stunden drin versenkt. Ich finde es gar nicht so schlecht, ist so ein bisschen verrissen worden von allen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe es mir jetzt für die Xbox One nochmal geholt, weil ganz ehrlich, Krabbeltisch 2,60 Euro. Xbox One nehme ich mit. Weil gerade ich finde das Spiel nicht so schlecht. Sagt mir noch mal in die Kommentare, warum es so zerrissen wurde in den Medien und auch bei anderen Gamern.
Würde mich mal interessieren. Ja. Gut, geht in meine Xbox One-Sammlung. Sehr schöne Geschichte. So, jetzt kommen wir zur Xbox Classic. Destroy All Humans. Wieder mal ein Xbox Classic Spiel. Ich feiere das. Das ist ein richtig geiles Spiel. Und das für die Xbox Classic zu bekommen, ist eine schöne Geschichte. Anleitung tipptopp. Die beiden CDs tipptopp. Man kann echt überhaupt nichts sagen. Und diese ganze Geschichte für 6 Euro zu bekommen, ist der Knaller. Geht natürlich in meine Xbox Classic Sammlung. Ich feiere das. Das ist so geil. Freut mich voll. Ja, Xbox Classic, ein Spiel für die Sammlung. So. Jetzt kommen wir zur Xbox 360. Und zwar haben wir da Narnia. Prinz Caspian von Narnia geht in meine Sammlung. Ich mag übrigens die Narnia-Filme auch. Prinz Caspian war jetzt nicht der beste Narnia-Film, aber er war ein guter Narnia-Film. Aber gegen Teil 1 und 2 von Narnia kommt er halt nicht an. Ich will mal sehen, wie das Spiel ist. Es sieht schon pfiffig aus. Also muss man mal ganz ehrlich sagen, sieht schon Hammer aus. Wir gucken da mal rein. Ich bin gespannt. Narnia, Prinz Caspian von Narnia, geht in meine 360-Sammlung. So, dann als nächstes haben wir Kane & Lynch, Dead Man. Das Spiel habe ich schon in meiner Sammlung für die PlayStation 2. Schöne Geschichte, schönes Spiel. Ich habe noch nie Negatives darüber gehört. Deshalb geht in meine 360-Sammlung, toller Fund. So, als nächstes, da meine CD beschädigt war, letztes Mal beim Spielen war, ich weiß auch nicht warum, aber die CD hat auf einmal Bruch gekriegt. Musste ich mir es nochmal holen, Bioshock Infinite für die Xbox 360. Ihr fragt euch, warum ich immer so viel Xbox 360 kaufe? Weil ich den Controller einfach geil finde. Der Controller ist einfach der beste ever. 360 Controller geht. Ja, dieses Spiel geht in meine Sammlung. Besser gesagt, es geht wieder in meine Sammlung. Und das ist schön. So, jetzt kommen wir zu einem Filmchen. Und zwar habe ich mir mal geholt, meine Frau weiß noch nichts, Disney Pixar Toy Story. Ich habe Toy Story noch nie gesehen und dachte mir, musste Toy Story mal gucken. Also gucke ich mit meiner Frau am Wochenende mal Toy Story. Sie weiß noch nichts, sie freut sich tierisch, glaubt mir. Gut, weiter geht's. Jetzt kommt eigentlich mein Highlight. Ich habe mir im Internet ein Duracell Quad Charger für meine erworbenen Move Controller geholt. Das ist jeweils sind 4 Schächte, also 2 Move Controller plus 2 normale Controller, die da reingehen. Super Geschichte, hat 12 Euro gekostet im Netz. Ist echt der Hammer. Gibt's von Duracell. Und Duracell ist ja nun mal nicht gerade ein No-Name-Produkt, oder? Ja, coole Sache. Steht auch drauf für PS3, wenn ihr gucken wollt. Da oben. Weiß nicht, ob ihr das seht. PS3. Schöne Geschichte. Ihr seht auch da in der Mitte die Ladestation. Ja, musste ich mir holen. Weil ich hatte nie, ich habe immer so ein blödes Kabel gehabt und alles sowas. Und da ich ja auf dem Flohmarkt, wie ihr letztes Mal gesehen habt, ja wieder mal einen Move-Controller und einen normalen Controller gefunden habe, brauchte ich so eine Station. Ihr seht das jetzt das letzte Mal so original verpackt. Das wird aufgemacht, hingestellt und dann werden die Controller aufgeladen. Coole Geschichte, super Geschichte, wieder was für meine Sammlung. Man muss auch mal Produkte kaufen, die nicht unbedingt von PlayStation sind. Und ich sag mal so, Duracell kennt ja jeder, weiß jeder, coole Geschichte. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran gehabt. War wieder sehr Xbox-lastig, ich weiß, aber es gibt auch wieder andere
wo es dann mal wieder N64 oder mal wieder PlayStation mehr gibt. Ich habe ja hier auch zwei bei gehabt. Aber dazu kommen wir dann noch. Okay, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.